Geht's los. Okay, ja, guten Tag. Wir sind hier auf dem Talhof in Neuhause. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Bernhard Bayer. Wir betreiben hier einen optischen Gemüsebaubetrieb. Wir machen in der Hauptsaison machen wir als Spargel als Frühkultur mit Erdbeeren, Himbeeren, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren und Heidelbeeren. Die Kulturen haben wir hier im verfrühten Bereich unter Foliehäuser. Die Ernte beginnt bei uns 3 bis 4 Wochen vorher, bevor es vom Freiland losgeht. Und wir setzen hier in unsere Foliehäuser, setzen wir hier Raubmilbe ein zur Bekämpfung von der Spinnmilbe, da wir ständig ja, einen Druck haben, der sich hier immer wieder aufbaut, wenn es wärmer wird. Und zur Bestäubung fangen wir mit den Hummler an. Das ist quasi so der erste Bestäuber, der fliegt und der auch bei kälterer Temperatur aktiv ist. Da die Biene etwas später loslegen, die braucht 3 bis 5 Grad mehr Wärme, um die Bestäubung vorzunehmen. Und die setzen wir quasi in alle Kulturen ein. Das fängt bei der Erdbeere, Brombeere, Stachelbeere, Johannisbeere und Heidelbeere quasi an. Und im Freiland brauchen wir ja keine Bestäuber. Da haben wir dann, da kommt dann die Blüte später, da fliegen dann schon Insekten. Also da haben wir das ganze Insektenpotenzial, was hier fliegt. Das sind auch Wildbienen, dann sind dann Hummler dabei. Da kommen da vor allem auch die Bienen von unserer Imker hier in der Ecke dazu, die uns bei der Bestäubung unterstützt. Und so sind wir quasi mit unserer Kultur ständig in Bewegung. Hier im Foliengewächshaus haben wir ständige, ich sage jetzt einfach mal, Temperaturschwankungen. Wir müssen natürlich auch die Kultur schützen gegen Frost. Da haben wir zusätzlich noch Vlies reingelegt hier. Das wird oben über die Drähte gelegt, damit wir zumindest in der Nacht nochmal 2 Grad minus abhalten. Das heißt, da sind wir mit 4 Grad minus im geschützten Bereich, das uns dann quasi die Frucht vor Frost schützt und auch die Blüte. Und so betreiben wir quasi unsere Früchte hier und verkaufen sie direkt in der Region. Wir sind hier in der Nähe auf dem Wochenmarkt in Kirchheim, auch in Neuhausen und Umgebung. Sind wir hier ständig täglich mit frischer Ware und Gemüse unterwegs. Nach den Beeren kommt dann unser Spätgemüse. Das fängt dann an mit Tomate, Gurke, Bohnen, Zucchini. Und dann haben wir auch noch Kürbisse auf dem Feld bei uns direkt. Und so sind wir quasi unterwegs mit der Vermarktung. Okay. Gut, nein.